Ihr wollt Thief? Dann bekommt ihr Thief. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Thief The Black Parade. Eine Fankampagne, die zum 25-jährigen Jubiläum von Thief kreiert wurde und vorher sicherlich schon ein paar Jahre in der Entwicklung war. Und die mittlerweile, glaube ich, auch schon ein Jahr alt ist. Und ich hatte ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass ich diese spielen werde und für euch aufnehmen werde. Diese Fankampagne ist in englischer Sprache und ich werde es so halten, dass ich euch die Intro-Cutscenes der Missionen übersetze, ein paar kurze zusammenfassende Worte sage zu den wichtigen Gesprächen, die uns unterwegs begegnen werden und grob über die Dokumente rüberfliegen werde, die wir finden. Was ich nicht tun werde, ist eine hundertprozentig akkurate, allumfassende Übersetzung zu allem erstellen, was uns an Sprache und Text begegnet. Weil da dreht mein Perfektionismus sonst wieder durch und ich stecke unzählige Stunden in jedes einzelne Video und darauf habe ich keine Lust. Worauf ich aber Lust habe, ist mit euch wieder in die Thief-Welt abzutauchen. Wir werden diesmal nicht Garrett spielen, sondern einen neuen Charakter, der wohl aber in eine Geschichte stolpert, die zwar aus Fansicht, aber irgendwo wohl doch ganz stimmig einen Übergang zwischen den Spielen darstellt, zwischen dem Plot der Spiele darstellt, die wir kennen, nämlich Thief 1, 2 und der dritte Teil Deadly Shadows. Und daher sind wir alle ganz gespannt und ich möchte gar nicht weitere längere Vorworte von mir geben und wir starten. Neues Spiel. The Black Parade. Wie es sich gehört, werde ich es auf Experte spielen und ich wünsche euch viel Spaß. I've never liked the city, but it's the only place I would ever call home. I was sold into forced labor when I was a kid, working in dilapidated manufactories and workshops. I guess I would have lived my whole life like that, had I not been good enough a sneak as to join the Guild of Thieves and Assassins a few years later, taking a few jobs ranging from street muggings to infiltrating posh estates. For the first time in my life, I felt I was good at something. I once stole a little trinket that reacts to light, and I was able to go anywhere unnoticed with it. But I was careless, and that won me a 7-year exile to the ore mines in the mountain ranges up north. It could have been worse. I could have ended up in Crag's Cleft and lost a limb to the Hammerite's brand of justice. It took me years to escape, but now I'm back. Everything has changed. I recognize nothing. These old streets that once seemed familiar are now darker and more twisted. And by the looks of it, the city has become even more dangerous than it was before. The hammers prowl the streets like ravens looking for eyes to pluck. And rogues haunt the narrow back streets like rats. I need money, food, and a place to crash. So naturally, I need to find my old associate, Dahlquist. We used to operate from a small borough within Newmarket called Whitebell, and I've heard that nowadays he runs an orphanage of some sort. Whitebell is closed at night, so I'll have to sneak around and get past the gate that separates South Quarter and Newmarket. The police in South Quarter shouldn't bother me as long as I don't do anything illegal and go somewhere I'm not supposed to. But I should be wary of the coppers in Whitebell. Thankfully, they're not too sharp, and they don't really venture too much in the darkest areas of the district, where most of Whitebell's finest thugs live. Slipping by these guys unnoticed shouldn't be too difficult, and it'll be a nice training if I want to resume my life of crime.
Did the Baron's dog's bodies think that my forced toil was going to put an end to my activity? I'll be back in business. Soon enough. Ja, wir spielen den guten Hume. Oder H-U-M-E. Buchstabiert. Ist ein bisschen unelegant auszusprechen, der Name. Wir können uns ja einen lustigen Spitznamen überlegen, wie Humi oder Umi. Obwohl, das klingt wieder wie Humor. Umi. Der gute Mann wirkt auf mich schon ein bisschen älter und erfahrener, als es Garrett am Anfang war. Aber auch nicht ganz so meisterdiebisch ausgebildet. Er hat seinen Lichtkristall auch nur gestohlen. Er wurde ihm nicht geschenkt. Und er wurde wohl aber erwischt und hat dafür Jahre in einem Exil verbracht, wo er in irgendeiner Mine schuften musste und kam jetzt wieder in die Stadt zurück. Und die Stadt hat sich wohl sehr verändert, seitdem er zuletzt hier gewesen ist. Und trotz aller Strafen möchte er wieder sein Leben der Kriminalität neu beginnen und wieder ein bisschen rumtaffern. Und dafür möchte er einen alten Freund besuchen. Und das werden wir tun. Und ich glaube, die Orte werde ich nicht wörtlich übersetzen, weil die waren schon immer so benannt und wir nehmen sie mal als Eigennamen. Finde einen Weg herum um das Tor, das South Quarter und New Market voneinander trennt, und gelange in den New Market Whitebell Bezirk. Sobald du in Whitebell bist, finde deinen alten Kollegen Sebastian Dahlquist. Er leitet anscheinend irgendeine Art von Waisenhaus dort. Du brauchst eine ordentliche Summe Geld, wenn du überleben willst. Sammle Gegenstände im Wert von 850 Münzen, sagen wir mal. Das Letzte, was du willst, ist mehr Aufmerksamkeit auf dich lenken. Töte niemanden. Und so beginnt es. Ich bin wieder hier. Meinem Revier. Was sagen denn die Todesanzeigen des letzten Monats? Die Leute haben wieder zu viel verschimmelte Wurst gegessen, dachte ich es mir doch. Ja, und wir starten im South Quarter, also im südlichen Viertel, könnte man es auch nennen. Und wir wollen zu diesem angeblichen Waisenhaus gelangen, das im Newmarket-Bezirk liegt. Und aus gewissen Gründen, zu denen wir auch noch mehr erfahren werden, wurde das gesamte Stadtgebiet hier abgeriegelt. Und auch das Tor, das man normalerweise benutzen würde, ist verschlossen. Und in diesem South Quarter-Bezirk hier an der Seite und hier unten können wir uns noch bewegen, ohne dass wir dafür angegriffen, verhaftet werden und so weiter und so fort. Aber sobald wir es irgendwie schaffen, in den abgeriegelten Bezirk reinzukommen, müssen wir uns wieder gut umherschleichen, um nicht erwischt zu werden. Und hier sehen wir nochmal den Newmarket-Bezirk, in den wir reinkommen wollen, von näher. Es gibt eine Sache, die ich an der Karte sehr vermissen werde, denn dies ist eine Thief Gold Fan Mission-Kampagne. Das heißt, wir haben nicht das coole Feature, das mittlerweile für mich seit Thief 2 zum echten Goldstandard geworden ist. Goldstandard. Nämlich, dass auf der Karte zu sehen ist, wo wir uns gerade befinden und wo wir schon gewesen sind. Das werde ich sehr, sehr vermissen. Aber da müssen wir uns halt oldschool mit Kompass und Nachverfolgen durch die Gebäude orientieren, wo wir gerade sind. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Guten Abend. Everything is getting more and more expensive. It's becoming harder to live. Now I understand why coin fakers are so prevalent. I can't say this aloud, but I think all that is caused by the reminting that's been going on since we've gone to war. Yes, they're shams, with copper and lead mixed inside. Of course that'll make the price of gold go down. I guess even the Baron's purse is strained. He may be trying to whitewash it, but we're the ones that end up suffering for it. Echt mal, immer diese Falschgeldbetrüger, ganz schlimm. Und was gibt's bei dir so?
Das ist ein Geschäft und kein Wohltätigkeitsverein. Wenn ihr etwas anfasst, dann müsst ihr es auch kaufen. Der Besitzer. Gurke, Kohl, Mohrrüben. Kannst du behalten. Ich verstehe. Und dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Wir können ja erstmal zu dem Tor gehen, wo wir wahrscheinlich eh nicht durchkommen werden. Oder ist das... Das ist sogar schon hier. Well, no point in trying to open that gate. I need to find a way around it. Ja, wir müssen einen Weg drumherum finden. Aber hier sind schöne Wasserpfeile im Brunnen. Da sage ich nicht nein. Oh, jetzt erstmal ein bisschen Wasser trinken, ne? Frisches Wasser. Okay, das waren schon die drei Pfeile. Die können wir durchaus noch gebrauchen. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht in der Ecke. Die Wache provoziere ich mal lieber nicht. Da ist nur der Shop. Da sind die freundlichen Amoriten. Die Smokestack Street. Hey, irgendwie ein cooler Name für eine Straße. Und auch hier kein Reinkommen. I miss the good old days, where we had enough equipment to smash these guys up there. Ah, well, that's what you get with that Baron and his stupid war. Seriously, we can't even get close to Lightfell anymore. Everybody knows it's full of rogues, and we can't even do our job. You really want to team up with these white ball losers? They don't even have uniforms. Oh, excuse me, mister. I do the least amount of work, and I just worry about my pay. I find myself having more consideration for my task than you do. I'd like to teach those taffers what real police brutality is, so they haunt another part of town. Psh, at least this keeps me from ending up in a gutter. Die beiden haben sich gerade darüber gestritten oder haben diskutiert. Der eine will es den Kriminellen mal so richtig zeigen und beschwert sich darüber, dass es die Wachen hier keine ordentliche Ausrüstung haben. Und der andere ist so, ey, Job ist Job. Was sind das eigentlich für Hebel hier? Hochspannung. Da sollten wir vielleicht nicht dran ziehen. Oh nein, wir haben leider keinen Dietrich. Das kann ich schon mal verraten. Can someone get this tapping drunken in the garden to shut up? I'm trying to sleep in here. Ich weiß nicht, ob es verboten ist, in diesen Garten reinzugehen. Der kann da stehen bleiben, aber seinen Schlüssel nehme ich gerne an mich. Was für eine schöne Nacht heute, nicht? Siehst du schon auch so, oder? Und einer der Wege in das andere Stadtviertel beginnt direkt hier, denn nämlich hier... Denn hier ist nämlich die Dienerin hergelaufen. Ich habe sie nur nicht verfolgt, aber ich habe es ja schon gespielt, daher weiß ich das schon. Die in dem Lebensmittelgeschäft war und der ich den Schlüssel vom Gürtel stibitzt habe.
Man könnte aber auch ohne Schlüssel hier durch die Küche gehen. Aber wir haben den Schlüssel, also warum nicht benutzen? Und damit sind wir jetzt offiziell auf Diebesgebiet unterwegs. Weil wir hier nicht sein dürfen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Auf geht's. Lasst uns ein bisschen thieven. Ganz schön hell hier in der Ecke, was? Naja, ich kann die Tür auch nur in mein Gesicht öffnen. Will ich aber auch, glaube ich, nicht. Oder? Who's there? Did you say something? Glad it was nothing. Nee, bleib mal da. Da ist nur die Küche, da gibt's, glaube ich, eh nichts. Die Schritte hingegen, die ich gerade höre, sind beunruhigender. Who's there? Is someone there? Nothing making noise now. Ah, shit. Da war ich ein bisschen zu laut. Ich bin ein bisschen rostig. Erstmal wieder an alles gewöhnen hier. Someone making noise? Oh well. Don't know what it was. Gut, lassen wir ihn erstmal davonlaufen. Ich wollte ihn unbedingt ausschalten, dadurch war ich ein bisschen rücksichtslos. Aber das ist eigentlich unnötig. In diesem Moment. Wenn er wiederkommt, kriegen wir ihn. Und es gibt ein neues Feature in dieser Fan-Missionen-Kampagne. Ich sag jetzt nur noch FM-Kampagne. Sonst ist das immer so ein langes Wort. Man kann, wenn es klappt, was es gerade nicht tut, man kann Wandteppiche zur Seite bewegen. Ich glaube, bei dem geht es gerade nicht, weil er so weit oben hängt. Aber wenn sie auf unserer Höhe sind, müssen wir sie nicht länger zerschnetzeln. Auch wenn wir ein Schwert haben. Wasserpfeile, Breitkopfpfeile, Moospfeile. Wir haben auch leider noch keine Seilpfeile in der Mission. Und ich weiß nicht, ob man welche finden kann. Nee, bei dem Ding will das wirklich nicht funktionieren. Naja. Es ist, wie es ist. Und da liegt was auf dem Tisch. Der Stadtankündiger aus dem August. Es wurde eine Scharlach-Lepra-Kolonie im Viertel der Handwerker gefunden. Die Polizei des Barons hat sofortige Handlungen durchgeführt, nachdem sie herausgefunden haben, dass es eine Zuflucht der Leprakranken in einigen alten Kellern gibt. Während die Leprakranken sich leicht haben umzingeln lassen, ist es einem gelungen, einen unserer Offiziere umzuhauen und zu verschwinden, sagte Kapitän Purcell. Der uneigennützige Held der Stadt sagte nichts dazu, als wir gefragt haben, ob das etwas mit der Blackbrook-Verschwörung zu tun hat, aber er hat einen Rat von sich gegeben, bevor er nach Alldale zurückgekehrt ist. Haltet eure Augen offen nach jeglichen Verdächtigen, die ihre Gesichter verdecken. Es sei bekannt gegeben, dass der Handwerkerbezirk unter strengster Abriegelung gestellt ist. Die Durchfahrstraßen von Shalebridge werden ebenfalls heftig patrouilliert und alle haben sich nach den Ermigienta-Seuchenregeln zu verhalten, solange dieser Leprakranke auf der Flucht ist. Regel Nummer 1: Zeige zu jeder Zeit dein Gesicht. Regel Nummer 2: Halte dich an die Ausgangssperre. Regel Nummer 3: Folge den Anweisungen der Polizei des Barons. Regel Nummer 4, keine Panik verursachen. Regel Nummer 5, alles Verdächtige, was sie beobachten, sollten sie den nächsten Wachmännern sagen. Und hier ist noch ein Rat für alle, die in Shalebridge wohnen, von Professor Warstrand. Die Leprakrankheit hat ihren Ursprung in der Ansammlung von schlechten Gerüchen.
solange keine überschüssigen Flüssigkeiten über Blutablass herausgelassen werden, kann die Krankheit dem menschlichen Körper großen Schaden machen. Aber jeder Tropfen der Prävention ist so viel wert wie ein Pfund der Heilung. Nähert euch niemals den Kranken ohne eine Maske mit Riechsalz darin. Setzt euch niemals zwischen die Kranken und einer Quelle der Wärme, da die Wärme die ungesunden Gerüche anzieht. Nehmt mindestens ein eiskaltes Bad pro Woche und esst ordentlich. Ich weiß nicht, ob ich den Satz richtig übersetze, aber da steht sowas wie: Der Einlauf mit dem gewöhnlichen Trickster-Senf ist ein Muss. Ich weiß nicht, ob das da wirklich steht. Regular Trickster Mustard Clusters are a must. Ja, und dann stehen hier noch ein paar Ergebnisse von irgendwelchen Sportereignissen und diese Woche bei der Bärengrube. Beaton gewinnt gegen Olaf mit 24-18. Crusoe gegen Goatsy 32-33. Ach, wie spannend. Okay, da habe ich doch wieder ziemlich genau übersetzt jetzt. Ich muss damit aufhören. Der Bunny Jump ist zurück. Kann ich mich wenigstens ein bisschen mehr in Ruhe umsehen. Das sah wertvoll aus, aber es ist doch nur eine Topfpflanze. Da geht es raus in den Garten. Aber auch hier könnte noch was sein, vor allem jetzt, wo ich die Wache ausgeschalten habe. Und vielleicht schaffe ich es ja mal so ein... Ja. Eine Wandbehängung zur Seite zu drücken. So sieht das aus, wenn es funktioniert. Und wir befinden uns gerade im Kettermohl-Anwesen. Vielleicht finden wir hierüber einen Weg über die Mauern. Und da ist unser erstes Beutestück. Das erste Klingeln dieser FM-Kampagne und sicherlich nicht das letzte. Und hier spricht sich jemand für die Abgrenzung der Stadtgebiete aus, dass die kranken Whitebell-Leute abgeschottet werden und nicht in das gute South Quarter dürfen, zur Sicherheit der Menschen. Da hat es sicherlich nur das Beste der Menschen im Interesse. Und hier kommen wir nicht raus. Lecker Käse. Wer redet da mit sich selbst? Wie ihr seht, konnte ich auch Untertitel aktivieren. Das heißt, auch wenn ich nicht immer alles ganz genau zusammenfasse, wenn ihr so ein bisschen des Englischen mächtig seid, könnt ihr auch ungefähr mitlesen, was die Leute so sagen. Da wurde das Anwesen doch noch gewaltiger, als ich dachte hier. Hogwash. I can't believe the actor didn't actually die. Rubbish. Ja, da ist wohl der Herr des Anwesens. Denn wir hätten vorhin auch aus dem Fenster steigen können. Und von dort auf seinen Balkon klettern können. Und wie ich sehe, ist hier auch noch eine Tür in seine Gemächer. Ja, diese Kampagne hier basiert auf Thief Gold und das ohne groß grafische Verschönerungen. Also es ist die volle Packung Nostalgie. Ich konnte daran auch nicht so viel ändern, weil die Kampagne nicht so viel Verschönerung zulässt. Also die werden direkt weggeblockt und wenn man da nicht sich regelrecht reinhackt, kommt man dagegen auch nicht an. Der Macher oder die Macher wollten wirklich diesen Oldschool-Feel haben
Dadurch sieht das ein bisschen alt aus alles, aber die Atmosphäre ist trotzdem da und es kommen durch Sound und so später Sachen, wo ich sage, boah, hier kommt richtig Horroratmosphäre auf und das wird wohl später noch schlimmer. Na komm. Danke. Ja, es ist ein bisschen buggy, das Feature. Aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Und man sieht, mit Beute wird auch nicht so um sich geworfen. Daher müssen wir uns gut umsehen, zumindest bei der ersten Mission. Ich vermute, das wird später auch nicht so ganz anders. Wir nehmen halt auch nicht jedes Stück Glas und jeden Löffel mit, ne? Was there? Well, that was nothing, I guess. Ich bin gar nicht hier. Must have taken too much brandy. Let's hope the cook has something better in store today than yesterday. Schreib mal dein Tagebuch. How dare they insult my intellect like that? Someday they'll pay. Es sind doch immer die anderen, die schuld sind. I wonder which one of them is behind that latest machination. No, it can't be. Habe ich Angst gekriegt, weil der auf einmal stehen geblieben ist. Was steht denn da in seinem Brief? Für Jerome Clefton und seine Männer. Du hast Nerven, dich den Meister der Renovierungsgilde zu nennen, aber du und deine schlechten Arbeiter seid nichts mehr als faule Hunde und Scharlatane. Was zu den feurigen Gruben des Schwindlers habt ihr hier gemacht? Ihr solltet einen Weg finden, den Schimmel aufzuhalten, der dieses alte Haus im Griff hat. Aber ich sehe schon wieder überall nasse Flecken an der Tapete, die ich vor einigen Wochen erst angebracht habe. Und das Schlimmste ist, dass sie sich schon wieder an einigen Stellen herunterpellt. Das ist unakzeptabel. Ihr werdet nicht eine Münze von mir sehen, bevor ihr nicht diesen gravierenden Fehler berichtigt habt. Oder mein Name ist nicht Baptiste Holgert Catamull. Da ist noch eine Flasche auf dem Kaminsims, die will ich noch haben. Dann können wir uns verziehen hier. Haben wir mal ein bisschen Geduld zur Abwechslung. Oi, come out of the shadows, you! I wonder which one of them is behind that latest machination. No, it can't be. Ich frag mich, woher das jetzt kam, ob er irgendwie einen leichten Laut gehört hat. Oder ob er direkt gesehen hat, dass seine Schatulle geleert wurde. Aber so richtig alarmiert war er dann doch nicht. Was ist dieser Dachboden oder was das hier ist? Und ich höre altbekannte, gruselige Spinnengeräusche. Die Spinnenweben sehe ich auch schon.
Hallo, Spinnchen. Bleib mal da in der Ecke, du kannst nachher deinen Käse essen. Ich bin gar nicht hier, ich bin schon wieder weg. Ich guck nur noch, ob es hier noch was gibt. Oh! Moospfeile, ja, die werden wir sicherlich gebrauchen. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Aber das Wichtigste an der ganzen Aktion, wir sind auf der Diebesstraße angekommen. Und von hier aus findet sich vielleicht ein Weg über die abgeriegelten Mauern des Newmarket-Bezirks. Und ja, ich werde an dieser Stelle mal das Video beenden. Vielleicht war der Part heute ein bisschen kürzer, gut möglich. Aber es geht wieder los, Leute. Ich weiß, ihr habt Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Willkommen zurück in der Stadt und in der Welt von Thief. Diesmal zwar nicht mit Geralt, sondern mit Yumi. Aber ich glaube, ihr spürt schon ein bisschen diese alte Atmosphäre von damals. Sie ist wieder da. Und daher sage ich, bis zum nächsten Part, Leute. Euer Chris.